Da ist die Normandie. So, wenn wir jetzt hier rüber gehen, nach Gallien, da sehen wir 4 von 7 Lorbeerkränzen. Wahrscheinlich 2 sind die Herausforderung. Wo der 5. war, weiß ich nicht. Wir können hier Gallien Level 2 und Gallien Level 1. Also wir können uns, gut, zu Beginn des Spiels und dann bei jedem Druiden, den wir gefunden haben, können wir uns zurückdingsen. Achso, Regionalsport gibt es auch. Also vielleicht ist das der dritte Dingens. Na gut, das weiß ich nicht. Aber das ist mir auch nicht so wichtig. Normandie jedenfalls sind 11 Lorbeerkränze und das waren früher auch 11. Interessant. Wir können aber hier... zurück zur Karte. Ich wollte eigentlich Sammlung angucken. Ach, hier ist Sammlung. So, da haben wir klassisch. Ja, Römer-Kostüm für Gallien, Pirat für Griechenland. 18 in Griechenland, das sind mehr. Schwimmer für Ägypten und mehr wird hier nicht angezeigt. Römer aus Rom, Pirat aus Helvetien, Schwimmer aus der Normandie. Also in jedem Land bekommen wir andere Kostüme, entweder für Asterix oder eins für Obelix. Aber das sind die Sachen, die wir bekommen mit den Lorbeerkränzen. Ich finde, das ist es nicht wirklich wert. In der Galerie... in der Galerie können wir verschiedene Bilder kaufen mit Helmen. Das ist jetzt nichts, was wir machen werden, bevor wir nicht alle Kombos gekauft haben. Denn das wird ziemlich schnell ziemlich teuer und ich will meine Helme nicht verschwenden. Gut, hier können wir jetzt die Schwierigkeit verändern. Ich weiß nicht, wir werden das mal probieren. Ich gehe mal auf schwer und werde mal versuchen einzuschätzen, ob wir in der Normandie mehr Schaden nehmen oder ob es mehr Gegner sind. Weil mehr Gegner gab es ja eigentlich schon vorher. Okay, dann gehen wir zurück zur Karte und starten die Normandie. Okay, die Level laden so eine Minute, 1-2 Minuten oder sowas, aber dann laden sie halt nicht mehr. Von daher ist das völlig akzeptabel. Wir sehen, die Schilde wurden nicht mitgenommen in die neue Welt. Ich bin der Meinung, das ist neu. Ich glaube, dass die Schilde im Original mitgenommen wurden in die neue Welt. Ich bin mir nicht so sicher. Wir haben eben hier einen Knopf gesehen und es gibt hier gleich zu Beginn so ein Rätsel, wo man die Knöpfe aktivieren muss. Das hat nichts mit Zeit zu tun, sondern einfach nur mit allen Finden. Und irgendwo ist dann irgendwas passiert. Ich kann mich nicht mehr so recht erinnern. Ach so, da ist was aufgegangen. Hier ist der zweite Knopf und da haben wir einen Lorbeerkranz. Könnt ihr mal sehen, manchmal ist es relativ simpel. Okay. Dann wollen wir uns doch mal hier in der Normandie umgucken mit dem schweren Schwierigkeitsgrad. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Vielleicht halten die Gegner auch mehr Schläge aus. Brrr, ziemlich kalt hier. Diese Kabelplattform funktioniert nicht automatisch. Jemand muss sie ziehen, damit sie sich bewegt. Asterix muss sich auf die Plattform stellen und Obelix darunter. Du musst auf die Aktionstaste drücken, damit Obelix das Seil unter der Maschine ergreift. Wenn Obelix die Plattform ziehen und sich gleichzeitig bewegen soll, musst du die Aktionstaste gedrückt halten. Hier sind vor nicht allzu langer Zeit gallische Gefangene an Land gebracht worden. Schneller! Ihr müsst sie einholen! Warum machst du denn jetzt so einen Stress? Vor ein paar Episoden habe ich dich gelobt, wie wenig Stress du machst. Und jetzt macht er Stress. Vielleicht, okay, sie halten immer noch 3 Schläge aus. Vielleicht greifen sie auch schneller an. Vielleicht greifen sie auch nur härter an. Okay, sie greifen nicht schneller an, wie es den Eindruck macht. Oder? Nee, sie greifen nicht schneller an. Das sieht jedenfalls nicht so aus. Ich weiß nicht, wo der Schwierigkeitsgrad ist. Es könnte wirklich sein, dass man einfach mehr Schaden nimmt. Das fände ich dann ein bisschen lahm, ehrlich gesagt. Aber was soll man erwarten? Das Original hatte überhaupt keinen anderen Schwierigkeitsgrad. So, von daher, was soll's. Die Menge an Gegnern kann eigentlich nicht gewechselt werden, weil man on the fly den Schwierigkeitsgrad wechseln kann. Und dann würden ja die Kämpfe, die ja in Gallien von 70 auf 101 gewechselt wurden, dann gar keinen Sinn mehr machen mittendrin. Von daher glaube ich nicht, dass sich da irgendwie etwas ändert. So, den können wir von außen nicht angreifen, deshalb müssen wir in die Mitte springen. So, da gibt's schön aufs Maul. Oder halt aufs Schild, ne? Je nachdem. So, oh, da oben ist noch ein Bogenschütze, der meiner Meinung nach sonst schneller war, aber wir können hier Combo machen. Wir haben unser komplettes Combo aufgebraucht, ich weiß gar nicht warum.
Jedenfalls habt ihr gesehen, mit einem Combo können wir auch Kisten zerstören. Nein, mit einem Combo können wir keine Metallkisten zerstören. Auch dann nicht, wenn Obelix das Combo durchführt. So, die Kisten hier waren schon immer irgendwie ein bisschen nervig. Ich weiß nicht warum. Die gibt es nicht nur in der Normandie. Die gibt es auch später in anderen Welten. Aber die wurden hier eingefügt und ich finde es ein bisschen seltsam. Diese hängenden Kisten und die brauchen mehrere Schläge. Ich meine, ja, da kommt viel Zeug raus, aber bisschen seltsam. Diese Schilde hier, wenn wir ein Schild einsammeln, dann heilt uns das komplett und gibt uns ein Schild. Also ihr habt eben gesehen, wir hatten irgendwie nur noch zwei Schilde, aber ich wurde komplett geheilt und habe ein Schild bekommen. Dementsprechend würde ich behaupten, dass wir tatsächlich einfach mehr Schaden genommen haben von den Gegnern. Und das ist dann immer so ein Schwierigkeitsgrad, den ich eigentlich nicht so sehr mag, wenn es einfach nur heißt, ja, du bekommst erst doppelten Schaden. Finde ich ein bisschen lahm. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir kein Achievement dafür bekommen können, weil ich es im laufenden Spiel ändern kann, können wir jetzt auch wieder auf normal zurückgehen, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hat. So. Wir werden das jetzt noch ein bisschen aktiviert lassen auf schwer und dann stelle ich es wieder um, weil der Unterschied ist mir einfach nicht wichtig genug. So, dann werden wir hier mal ziehen. So eine Plattform ist natürlich... Oh, wir müssen es nicht gedrückt halten. Okay, da haben sie es jetzt... das ist jetzt eine Neuerung wie in XXL2, wo er gesagt hat, ja, die Taste muss nicht mehr gedrückt gehalten werden. Und das haben sie jetzt hier scheinbar nachträglich geändert. Der Dialog wurde verständlicherweise nicht angepasst. Oh nein, sie greifen schneller an, wie es aussieht. Der Dialog wurde natürlich nicht angepasst, aber es sieht ganz danach aus, als hätten sie das geändert. Weil man muss die Taste nicht mehr gedrückt halten. Man muss sie nur einmal drücken, boop, und dann hält er sie fest. Und natürlich, wenn wir zu weit weg sind, dann lässt das los. Das ist logisch. Also müssen wir gucken, wo die Plattform lang geht. Das ist immer nur eine Möglichkeit, um Asterix irgendwo hin zu befördern, wo er normalerweise nicht draufkommt. Das ist immer irgendeine Erhöhung. So. Und dann hier nochmal, hier kommen eigentlich noch mehr Römer. Genau, da sind da noch welche. Ich weiß nicht, ob sie schneller angreifen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin ein Veteranenspieler, aber ich finde, das heißt immer nicht, dass man trotzdem auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen muss. Deshalb setzen wir das hier. Wieder auf normal, einfach weil ich ein bisschen Angst habe, dass es mir am Ende nicht mehr so viel Spaß machen könnte und ich mir mein eigenes Erlebnis kaputt mache. Und was wäre das für ein Vorteil? So, damit geht das Tor da hinten auf, wunderbar. Aber hier geht es weiter, hier geht es durch und da haben wir hier einen Knopf und da einen Knopf und jetzt ist hier die Plattform freigeschaltet, dieser Druckknopf und wenn wir uns darauf stellen, kriegen wir eine Belohnung. Okay, das nur mal so als Vergleich, wie die alten Geräusche waren. Auf den Kisten hier kann man nicht stehen. Man rutscht immer wieder runter. Ich habe es oft probiert, diese Kisten als irgendeine Plattform zu benutzen, um von da aus nochmal hochzuspringen auf spätere Bereiche. Die werden uns noch öfter begegnen, aber es funktioniert nicht vernünftig. Das hier ist sehr cool. Habt ihr verstanden, was eben passiert ist? Dieses Gummiband, das ist total geil, wenn man da reinrennt, dann wird man nach oben befördert. Oder halt besser gesagt geradeaus befördert. Das ist total geil. Das gefällt mir so gut. Aber das war schon damals so, dass die Kamera total Probleme hat, da mitzukommen. So, hier müssen wir aber drei Knöpfe finden und der andere, den sieht man nur von hier oben, der ist da. Boop. Hier können wir nicht hochlaufen, da rutschen wir runter, deshalb brauchen wir das Gummiband. Und die Kamera kommt einfach nicht hinterher. Aber ist total geil. Hurra, der erste Lorbeerkranz. Sehr schön. Boop. So, dann gucken wir mal hier. Normandie, Schnee und so. Und da haben wir ja noch einen Händler. Guckt euch das mal an. Bevor wir aber mit dem handeln, wollen wir... Moment, da hinten ist ein Multiplikator. Genau, daran kann ich mich doch erinnern. Ich habe ihn nicht gesehen, sondern ich konnte mich daran erinnern. So, das ist so geil. Es ist ja auch... Guckt mal, von wann sind meine originalen Asterix und Obelix XXL-Videos? Ich weiß nicht. Sie sind lange her. Und ich habe immer wieder Witze gemacht in dem einen Video. Wer guckt denn das jetzt 2020 immer noch? Und ihr habt Kommentare geschrieben ohne Ende und es haben wirklich 2020 Leute diese Videos noch geguckt. Das ist der helle Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, die neuen Videos gefallen euch auch. Aber ich meine, es ist etliche Jahre her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und ich finde es ja interessant,
oder ich finde es selber beeindruckend, ich beeindrucke mich selber, dass ich gewisse Sachen noch weiß, wie das da hinten ein Multiplikator ist. Da war ja der Baum davor. Aber ich kann mich daran erinnern und wo der Händler war und so eine Sachen, total geil. Wir wollen uns mal kurz den alten Sound von dem Händler angucken, weil ich den ziemlich cool fand. Guten Tag, mal sehen, was ich auf Lager habe. Also die Musik von dem alten Händler finde ich einfach cooler. So, ein Schild, Wut-Kombo, okay, der hat sonst nichts, dann lassen wir es sein. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Das ist viel cooler irgendwie. So, was ist hier los? Sei vorsichtig. Diese große Plattform voller Römer ist ein Aufzug. Stell dich drauf und entledige dich der Römer, damit sie sich nach oben bewegt. Okay. Große Plattform voller Römer, da sind ja nur 5 drauf. Mit jedem Römer, den wir besiegen, bewegt es sich ein bisschen nach oben. Das ist eine coole Spielmechanik. Ich meine, es ist Kämpfen, wenn alle besiegt sind, dann kann man weitergehen. Aber ich finde es ganz, ganz cool gemacht. Yeah! Und immer noch ein sehr cooler Sound. Der Sound ist anders, aber der Sound ist immer noch cool. So, jetzt müssen wir warten, bis es grün ist, dann kann man rausgehen. Hier, die Fackel nehmen wir mit. Fackeln immer mitnehmen. Wenn man kann, nimmt man die Fackel mit. So, ihr kriegt aufs Maul. Ich glaube, hier ist eine sehr coole Musik. Oh ja, diese Musik, das ist eine der sehr coolen Musik. Wir nehmen hier gleich mal das Feuer mit. So, und setzen uns da auf den Relaispunkt. Wenn Asterix im Relaispunkt ist, dann wird die Fackel nicht niederbrennen. Die bleibt jetzt auf diesem Stand. Und zwar so lange, bis wir wieder Asterix steuern. Das ist eine sehr coole Sache. Aber Mist, ich hätte die ganzen Kisten nicht kaputt machen sollen. Oben auf der Klippe ist ein Multiplikator. Na gut, den habe ich vergessen. So, den schlagen wir jetzt hier nach oben. So, und die Fackel ist nicht weniger geworden. Und jetzt können wir sie wieder entfachen. Also solange, wie wir nicht Asterix spielen, wird die Fackel niemals erlöschen. So, ah, okay, die wird jetzt rot. Und dann wird sie gleich noch ein bisschen kleiner, glaube ich, und da geht sie aus. Oder sie geht sofort aus. Oh, guck mal, wir haben sogar unten ein... Genau, jetzt wird sie nochmal blau. Wir haben so unten sogar einen Balken, der leer wird. Sehr, sehr cool. Also mit rot kommen wir immer noch relativ weit, das ist noch nicht am Ende. Da wir... Achso, das brauchen wir ja gar nicht, wir haben ja oben ein Feuer entfacht. Aber da er die Fackel behalten kann und immer noch behält und in der Hand hat, brauchen wir sie auch nochmal. Ich meine, klar, wir haben ja hier oben das Feuer entzündet, aber mit dem kommen wir alleine noch nicht weiter. Nur die Tatsache, dass wir das Feuer entzündet haben, bringt uns noch nicht weiter. Hier, das wollen wir aber nochmal holen hier. So, Multiplikator und ein paar Helme bekommen, das ist gut. Vor allem der Multiplikator mit den Centurio-Helmen zusammen, das ist sehr gut. Ich glaube auch, das hatte ich schon mal gesagt, zumindest in den Originalvideos, der größte Multiplikator im Spiel, den man jemals bekommt, ist entweder ein 70-facher oder ein 80-facher. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber den bekommt man irgendwann einfach so. Ja, hier der Centurio, der wollte mich immer angreifen. Okay, und hier ist ein Pulverfass, das müssen wir entzünden. Und dann ist der Durchgang für Obelix gegeben. Dafür müssen wir hier runterlaufen, nicht zu nah an den Wänden, weil die Kollisionsabfrage ein bisschen störrisch ist. Das war schon im Original so. Das ist jetzt hier nichts, was jetzt erst so geworden ist. So. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber man sieht, jetzt keine Panik kriegen, die Fackel ist schon rot, man hat immer noch die Hälfte der Zeit übrig. Also es reicht alles dicke. Von der Explosion nimmt man natürlich Schaden. Und ihr seht, Asterix Fackel, jetzt wo wir zu Obelix gewechselt sind, automatisch verliert nicht mehr an Brenndauer. Das bleibt es die ganze Zeit gleich. Bis er wieder in meiner Kontrolle ist oder er irgendwo ins Wasser springt. Das passiert ja auch immer wieder. So, und jetzt sind wir auch schon wieder Asterix. Also wir sind immer nur ganz kurz Obelix, um irgendwo eine Rätselpassage zu lösen, um Asterix irgendwo hinzubringen, um Kisten kaputt zu machen. Asterix ist hier ganz eindeutig der Hauptprotagonist und Obelix ist nur ein Mittel zum Zweck. Das klingt jetzt hart, aber so ist es leider. Oh, das... Hier, das ist einer der wenigen Kämpfe, in denen wir gegen die Normannen kämpfen. Aus der Normandie. Gegen diese Typen da hinten mit ihren Keulen. Die sind ziemlich hardcore. Und hier gibt es auch einiges an Zaubertrank. Und es stehen auch ein paar Metallkisten drumherum. Also wir brauchen den Zaubertrank, um später die Metallkisten kaputt zu machen. Ich glaube, das war ein 40er-Kampf. Weil das ziemlich starke Gegner sind. Deshalb sind es nicht allzu viele. Guck mal, wie schnell das speichert. Wir versuchen das ohne Zaubertrank zu machen.
40. Okay, es sind immer noch 40. Interessant. Hat sich nicht geändert. Okay, hier haben wir natürlich einen Centurio, der sich immer wieder verteidigen kann. Der ist ein bisschen härter drauf als die anderen. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir ein Combo kriegen. Ansonsten sieht es ein bisschen schlecht aus. Wir müssen das ein oder andere Combo machen. So, sehr schön. Mit diesem Combo zumindest, mit dem Fallhammer, können wir Gegner außer dem, den wir greifen, nicht besiegen. Ihr seht, die werden entwaffnet. Genauso wie wenn wir sie mit Edipix beißen lassen würden, was ich zu selten mache. Ich vergesse mal, dass der existiert. Aber sie werden dadurch nicht besiegt. Und der sieht sehr cool aus. Der sieht genau aus wie Olaf aus dem Comic. Die sehen richtig toll aus. Jedenfalls können wir sie mit einem Fallhammer nicht besiegen, sondern nur entwaffnen. Die stehen eine Weile da und haben Angst, aber finden ihre Waffen irgendwann wieder. Und wir können sie so weit besiegen oder ihnen so weit Schaden zufügen, dass wir nur noch einen einzigen Schlag brauchen, um sie zu besiegen. Aber wir können sie mit dem Fallhammer nicht komplett besiegen. Das ist unmöglich, egal wie viele Fallhammer wir ihnen geben. So, das habt ihr eben gesehen, wenn Obelix einen Gegner nimmt und uns zupfeift, dann können wir L1 drücken und den Gegner in der Luft besiegen und dann bekommen wir einen dreifachen Multiplikator. Das ist in den Kämpfen nicht allzu wichtig, aber das kann man machen. Ne? So, ich meine, warum nicht? Aber ihr seht, die halten viel mehr aus als die normalen Typen. Wir drehen mal... Ah, scheiße. Ich wollte jetzt hier einen nehmen und ihn drehen, weil wenn ich dann Obelix zurufe, dass er mir einen Gegner zuwerfen soll und der landet in meinem sich drehenden Gegner, dann bekommen wir einen zehnfachen Multiplikator und nicht nur einen dreifachen. Okay. Jetzt müssen wir gucken, hier gibt es irgendwo Zaubertränke. Ich glaube in den Kisten oder die liegen irgendwo rum. Da ist ein Zaubertrank, genau in der Mitte. Weil hier sind ja diese Metallkisten und ich glaube hinter einem dieser Metallkistenstapel gibt es auch einen Lorbeerkranz. Also, es ist ja immer noch ein relativ früher Bereich im Spiel und deshalb bekommt man hier in Form von Zaubertrank auch eine Hilfe, die man durchaus nötig hat als unerfahrener Spieler gegen die Normannen, denn die sind relativ stark, wie ihr gesehen habt. Bam! So, jetzt können wir die Metallkisten kaputt machen, in denen, glaube ich, teilweise auch noch mehr Zaubertrank drin liegt. Oder auch nicht, habe ich mich geirrt. Okay, wir können ziemlich weit springen, klar, das ist logisch. Da haben wir noch mehr Metallkisten. Wir versuchen jetzt nur die Metallkisten so schnell wie möglich kaputt zu machen, um alles aus dem Zaubertrank rauszuholen, was es so gibt. So, nicht, dass wir den einzigen Zaubertrank aufgebraucht haben, den es hier gibt. Dabei bin ich der Meinung, es gibt noch mehr. Und trotzdem alle Metallkisten verbraucht haben. Ne? Wir wollen ja trotzdem alle Metallkisten zerstören. Wenn wir jetzt keinen Zaubertrank mehr haben, ist gut. Im Original gab es irgendwo eine Kiste, da kamen irgendwie drei Zaubertränke raus. So wie hier jetzt Helme rauskamen, kamen da einfach drei, vier Zaubertränke aus einer Kiste. Ich habe einen übersehen. Was natürlich ein bisschen albern ist und deshalb scheinen sie das hier nicht mehr gemacht zu haben. Es gab tatsächlich nur einen einzigen Zaubertrank und ich habe wirklich die eine Metallkiste... Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, es scheint aber kein Durchgang dahinter zu sein und deshalb kann man dahinter auch keinen Lorbeerkranz verstecken. Aber das gibt's doch nicht. Ich weiß, im Original gab es mehr als einen Zaubertrank. Da kam aus einer Kiste drei Zaubertränke, was natürlich völliger Blödsinn ist. Aber verdammt!